Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt schon sehen, ich habe heute die neue Mercedes-Benz S-Klasse mit dabei. Nämlich hier jetzt den S500 4MATIC, also als Benzinmotor mit 435 PS. Und er steht hier in der Langversion. Die neue S-Klasse, die hat unglaublich viele innovative Technologien mit an Bord. Und deshalb möchte ich euch in diesem Video meine 10 Highlights der technischen Features vorstellen. Aber vorher noch ein paar schöne Aufnahmen vom Fahrzeug. Viel Spaß dabei! Oh my, I'm good, I'm so straight. We ride so clean, A-okay. Come down, swing through, so clean in this coupe. We do what we do when we swinging through. No, G got it like that. Yeah. I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Make it rain a few stacks on them. So clean, I know. So hard, you go. Something like a lightning on the iron ride. You should put the camera on the tripod. Something like a movie tonight. Lay back, I'ma have to do me tonight. Cruising the night with the window down. Never been the game to me though. Lay back, so tired. This vibe, so sky. I feel so fly. Yeah. You see those eyes when I drive by. I'm through in the latest. Don't you like my Mercedes? Don't you like how I ride through? You know I'm not playing. Don't you love how I slide? Mein erstes Highlight finden wir direkt hier vorne an der Front vor, denn das ist hier das innovative Digital Light, das hier ganz neu jetzt bei der S-Klasse ist. Das Digital Light, das hat mehr als 1 Million Pixel hier pro Scheinwerfer und erzeugt dadurch einfach ein extrem gutes Licht. Dazu kommt, dass wir hier noch 3 weitere Sicherheitsfunktionen mit dabei haben. Wir haben hier die Signalfunktion, wir haben die Spotlight-Funktion und die Hinweisfunktion. Heißt, das Licht kann zum Beispiel Fußgänger am Straßenrand erkennen, projiziert die durch das Licht noch heller und im Head-Up-Display wird dann die Distanz zum Fußgänger angezeigt. So wissen wir dann auf jeden Fall, wo sich eben Fußgänger rechts und links an der Straße befinden könnten. Dazu kommt, dass wir dann hier noch eine Funktion haben, die zum Beispiel in einer Baustellensituation die eigene Spur heller beleuchtet und dann im Head-Up-Display ein kleines Baggerzeichen erleuchtet, dass der Fahrer auf jeden Fall sicher weiß, er ist in einer Baustellensituation und sollte möglichst nur auf seiner Fahrbahn bleiben. Dann gibt es hier noch die Warnfunktion. Das bedeutet, falls der Fahrer in eine falsche Richtung unterwegs sein sollte, zum Beispiel bei Einbahnstraßen oder bei Autobahnauffahrten, auch da macht sich dann das Licht bemerkbar und zeigt eine kleine Warnung im Head-Up-Display an. Also insgesamt ein wirklich richtig cooles System hier vorne bei den Scheinwerfern. Und das zweite Highlight, das finden wir dann hier hinten an der Hinterachse vor, denn wir haben hier bei der S-Klasse jetzt die Hinterachsenlenkung. Die Hinterachsenlenkung hat zum Vorteil, dass wir hier jetzt einen Wendekreis haben von 10,90 Meter, also eine Einbuße von 1,90 Meter und das bei einer Fahrzeuglänge von 5,29 Meter. Und das ist wirklich cool, denn eben die hinteren Räder bewegen sich mit. Das nächste Highlight finden wir im Innenraum. Mein erstes Highlight hier im Innenraum, das ist das neue MBUX-System. Das ist jetzt die 2. Generation des intelligenten Infotainment-Systems hier drin und beinhaltet nicht nur hier in der Mitte das zentrale große Touch-Display, sondern insgesamt hier drin jetzt 5 Displays. Hier vorne eben der zentrale, 2 an den Fahrersitzen und dann noch ein Touch-Display an der Mittelarmlehne hinten im Fond. Das MBUX Infotainment, das bietet wirklich extrem viel technische Features. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, auf Apps zuzugreifen. Wir können hier Fernsehen gucken. Wir können hier zum Beispiel eine Massagefunktion ansteuern. Da ist wirklich richtig viel mit dabei und natürlich auch ein großes Navigationssystem. Und das große Navigationssystem bringt uns auch schon zum zweiten Highlight hier im Innenraum.
nämlich hier vorne das voll digitale Cockpit, das jetzt die Möglichkeit bietet, die Navigation in einer 3D-Optik anzuzeigen. Das Ganze funktioniert mit einem Eye-Tracker-System und das bedeutet, der Fahrer kann die 3D-Ansicht auch ohne eine 3D-Brille sehen. Allerdings nur der Fahrer, der Beifahrer kann das dann eben nicht, weil wir haben hier eine Eye-Tracker-Funktion, wo das Fahrzeug eben selbstständig erkennen kann, wo der Fahrer hinguckt und dementsprechend die 3D-Ansicht eben erkennen kann. Das nächste Highlight ist dann hier oben im großen Head-Up-Display. Da haben wir nämlich dann auch noch eine Augmented Reality-Darstellung der Navigation. Sprich, das sind dann Pfeile der Fahrtrichtungen, die es gehen soll, die im Head-Up-Display oder auf der Straße projiziert werden. Und das ist auch wirklich richtig cool. Wir haben diese 3D-Ansicht bzw. den Eye-Tracker nicht nur wegen der 3D-Ansicht hier mit an Bord, sondern es wird ab diesem Jahr, also ab der zweiten Jahreshälfte 2021, auch die Funktion geben auf autonomes Fahren der Stufe 3. Das heißt, dass wir dann auch über den Eye-Tracker funktionieren. Der Eye-Tracker und das MBUX-System führen uns dann auch schon zum nächsten Highlight, denn das MBUX-System ist wirklich intelligent, denn es kann durch verschiedene Kameras und die Eye-Track-Funktion zum Beispiel auch erkennen, in welche Richtung der Fahrer schaut. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Schulterblick nach hinten machen und die Rollos hinten oben wären, würde das Fahrzeug selbstständig blitzschnell die Rollos hinten nach unten machen, dass der Fahrer eben auch raussehen kann. Genau. Das nächste Highlight ist hier einfach der Komfort hier in der S-Klasse, denn wir haben hier nicht nur ein unglaublich schönes Ambientelicht mit 64 verschiedenen Farben, das dann hier überall hinter so Glasleisten versteckt ist, sondern wir haben hier auch ein dynamisches Ambientelicht. Denn wenn man zum Beispiel hier die Klimaanlage betätigt, zum Beispiel die Temperaturen umstellt, wärmer, kälter, dann wird das Ambientelicht blau oder rot, je nachdem, welche Temperatur man wählt. Und das ist auch wirklich richtig cool. Vielleicht fangen wir das auch noch bei Nacht ein. Das blende ich euch dann natürlich auch mal noch ein. Ja, eben Komfort, Stichpunkt. Nächstes Highlight ist nämlich das Wärmepaket hier drin. Denn überall, wo man seinen Körper irgendwie ablegt, beziehungsweise die Arme, haben wir hier beheizte Flächen. Das heißt, die Mittelkonsole hier ist beheizt, hier links die Armauflage ist beheizt, die Sitze sind natürlich beheizt und auch belüftbar. Und natürlich ist hier vorne auch das schöne AMG-Leder-Multifunktionslenkrad auch beheizt. Ja, mein nächstes Highlight finden wir auf der Rückbank. Meine nächsten Highlights finden wir hier hinten im komfortablen Vorwieder, denn wir haben hier wirklich viele coole Features. Nicht nur, dass ich hier jetzt aktuell auf dem Executive-Sitz Platz genommen habe, das ist wirklich der Platz hier in der S-Klasse, denn wir haben hier jetzt eine Chauffeurfunktion. Das bedeutet, wir können hier den Fahrer bzw. den Sitz hinter dem Beifahrer in eine Liegeposition bringen und das ist dann halt eben die Chauffeurfunktion. Da muss man hier dann einmal drauf drücken und dann fährt sich der Beifahrersitz vorne schön nach vorne. Der Sitz hier hinten, der bringt sich dann auch in eine schön bequeme Position. Da vorne beim Beifahrersitz fährt sich dann noch schön eine Fußauflagefläche aus, da können wir dann eben bequem eine liegende Position einnehmen. Und was auch wirklich sehr, sehr cool ist an der S-Klasse ist, dass wir hier diese Chauffeurposition bzw. die Liegeposition auch während der Fahrt nutzen können. Und das ist wirklich einmalig bisher hier in so einer Luxuslimousine, denn normalerweise war das während der Fahrt nicht erlaubt. Aber dadurch, dass wir hier jetzt ein Sicherheitssystem mit dabei haben, dass dann hier bei einem möglichen Aufprall ein Sitzkissen wirklich hochdrücken würde und somit die Gefahr nehmen würde, dass der Mitfahrende bzw. die liegende Person hier unterm Sicherheitsgurt durchrutschen wird. Und deshalb ist diese Funktion hier jetzt auch exklusiv während der Fahrt möglich. Wir haben dann hier hinten noch weitere Komfort-Highlights. Denn zum Beispiel lässt sich hier der Sitz über eine Touch-Funktion steuern. Genauso passiert es dann auch vorne. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, nach einer kurzen Eingewöhnung lässt sich das wirklich sehr, sehr easy bedienen. Auch hier hinten haben wir dann wieder die Sitzheizung und Sitzbelüftung. Und noch ein Highlight, wir haben hier sogar Nacken- und Schulter,
die Nacken- und Schulterheizung mit dabei. Das heißt, auch hier wird man wieder schön umgarnt vom Auto. Hier in der Mitte, da haben wir dann noch eine Mittelarmlehne, auch nochmal mit dem fünften Touch-Display. Wir haben hier Cupholder mit dabei. Wir haben hier nochmal ein kleines Fach mit dabei. Hier vorne in der Klappe befinden sich dann nochmal zwei USB-Slots. Also insgesamt ist die Rückbank hier unglaublich luxuriös und komfortabel und eigentlich möchte man am liebsten hier nicht mehr aussteigen. Denn auch hier hinten gibt es die Massagefunktion, das heißt, hier fehlt es an nichts. Man kann sich während der Fahrt bequem langlegen, man kann Fernsehen schauen, man kann sich massieren lassen. Man kann Musik hören über die Kopfhörer, da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Und jetzt schauen wir uns noch das letzte Highlight von außen an. Die nächsten Highlights finden wir hier außen vor, denn unsere S-Klasse, die hat jetzt hier Airmatic mit dabei, also das Luftfahrwerk, das aktive Luftfahrwerk, das zwei enorme Sicherheitssysteme hier bei der S-Klasse bietet. Denn wir haben hier zum einen das E-Activity Body Control System mit dabei, das dafür sorgt, dass bei einer möglichen Kollision hier die Karosserie blitzschnell nach oben fährt und der Aufprall dann an die stabilste Stelle abgeleitet wird von der Karosserie. Gleichzeitig warnt es dann auch den Verkehr hinter uns, indem es eben dann ganz schnell die Warnblinkanlage einschaltet und gleichzeitig schützt es damit auch die Insassen, denn dazu kommt dann noch das Pre-Safe-Sense-System, das dafür sorgt, dass die Insassen bei einer drohenden Kollision eben blitzschnell durch die Sicherheitsgurte wieder nach hinten gezogen werden und so eben den Insassen möglicherweise hoffentlich nichts passiert. Das heißt, diese zwei Systeme, die sind wirklich innovativ und sehr, sehr bedeutend für die Sicherheit der Mitfahrenden. Das nächste und auch letzte Highlight von mir an der S-Klasse, das ist der thronende Stern hier vorne an der Front. Denn ich finde es einfach echt cool, dass sie bei der S-Klasse weiterhin den stehenden Stern beibehalten haben. Denn mich erinnert der stehende Stern einfach so ein bisschen an meine Jugend und ich finde, es sieht einfach sehr, sehr klassisch aus. So, jetzt zaubere ich euch noch mein kleines Fazit. Einem kleinen Fazit und ich muss sagen, die neue S-Klasse, die ist wirklich vollgepackt mit technischen Innovationen, das mich wirklich echt beeindruckt. Dazu kommt, dass wir hier eine wirklich moderne Ästhetik haben. Wir haben hier ein klares, wundervolles Design und insgesamt bin ich einfach Fan und möchte sie nicht mehr abgeben und auch nicht mehr aussteigen. Die Preise für den S500, also hier für diesen 435 PS starken Benzinmotor, die starten bei 118.000 Euro. Für einen anderen, etwas schwächeren Motor, da starten die Preise dann schon ab 97.000 Euro. Falls du auf der Suche nach deinem liebsten Fahrzeug bist, dann schau doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Da wirst du ganz bestimmt fündig. Mich würde es auch riesig freuen, wenn du auf unseren Webseiten der-autotester.de oder ninacarmaria.de vorbeischaust. Gerne auch auf Instagram, Facebook oder Twitter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ein Abo und ein Like freut mich natürlich auch und bis zum nächsten Mal.